Herzlich willkommen zu diesem Slidecast zum Thema Kostenrechnung. Was lernen Sie in diesem Slidecast? Als erstes, wie können Kosten in einem Unternehmen unterteilt werden? Welche drei Rechnungsstufen es in der Kostenleistungsrechnung gibt? Welche Fragestellungen mit welcher Stufe der Kostenleistungsrechnung beantwortet werden können? Und wie die drei Stufen der Kostenleistungsrechnung zusammenwirken. Wie strukturieren sich die drei Stufen der Kostenrechnung? Erstens, welche Arten von Kosten sind angefallen? Diese Frage wird in der Kostenartenrechnung beantwortet. Zweitens, wo sind die Kosten angefallen? Diese Frage wird in der Kostenstellenrechnung beantwortet. Und als dritte Stufe, wofür sind die Kosten angefallen? Diese Frage wird in der Kostenträgerrechnung beantwortet. Zum Detail. Hier sehen Sie die Kostenartenrechnung. Innerhalb der Kostenartenrechnung erfolgt eine Erfassung und Systematisierung aller Kostenarten in Einzel- und Gemeinkosten. Die Frage, die also beantwortet wird, welche Arten von Kosten sind angefallen? Die Quelle für diese Informationen sind beispielsweise die Finanzbuchhaltung oder die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Schauen wir uns nun ein konkretes Beispiel innerhalb der Kostenartenrechnung an. Als Einzelkosten definieren wir hier in unserem Beispiel Stahl. Stahl kann direkt dem Endprodukt Auto zugerechnet werden. Somit besteht die Möglichkeit einer direkten Zurechenbarkeit zur betrieblichen Leistung. Als Gemeinkosten nehmen wir in diesem Beispiel Versicherungen. Versicherungen können nicht direkt einem Kostenträger zugerechnet werden und sind somit nicht direkt zurechenbar. Werfen wir einen Blick in die Kostenstellenrechnung. Hier werden ausschließlich Gemeinkosten berücksichtigt. Es wird also die Frage beantwortet, wo sind die Gemeinkosten, zum Beispiel die Versicherungen, entstanden? Ferner kann die Frage beantwortet werden, wie kann der Verantwortliche der Kostenstelle, zum Beispiel der Abteilungsleiter, die Kosten senken? Es geht also auch um die Zuordnung der Kosten zum Verantwortungsbereich eines Abteilungsleiters. Im letzten Schritt der Kostenleistungsrechnung finden wir die Kostenträgerrechnung. Hier werden die Kosten, Einzel- und Gemeinkosten, dem einzelnen Kostenträger zugeordnet. Es wird also die Frage beantwortet, wofür sind die Kosten tatsächlich angefallen? Aus Sicht des Unternehmens wird damit auch die Frage beantwortet, was kostet mich ein produziertes Stück? Schauen wir uns zum besseren Verständnis nochmal den Gesamtzusammenhang innerhalb der klassischen Kostenleistungsrechnung an. Zu Beginn haben wir die Kostenartenrechnung, die die Frage beantwortet hat, welche Kosten sind angefallen. Es erfolgte in unserem Beispiel eine Differenzierung nach Einzel- und Gemeinkosten. Die Gemeinkosten werden auch als Kostenträgergemeinkosten bezeichnet und wandern von der Kostenartenrechnung in die Kostenstellenrechnung. Innerhalb der Kostenstellenrechnung werden somit nur Gemeinkosten berücksichtigt und den einzelnen Kostenstellen, zum Beispiel den Abteilungen, zugeordnet. Hier wird mithin die Frage beantwortet, wo sind die Kosten angefallen? Die Gemeinkosten wandern dann in die Kostenträgerrechnung und dort wird die Frage beantwortet, wofür sind die Kosten angefallen? Es erfolgt also die Zurechnung der Kosten auf ein bestimmtes Produkt, auf ein Endprodukt oder auf ein Teilprodukt. Die Einzelkosten oder auch Kostenträger-Einzelkosten genannt, wandern direkt von der Kostenartenrechnung in die Kostenträgerrechnung, weil bei ihnen eine direkte Zurechnung auf einen Kostenträger sofort möglich ist, wie vorhin beschrieben am Beispiel des Stahls. Fassen wir zusammen, was haben Sie gelernt? Sie haben gelernt, wie Kosten strukturiert werden können, welche drei Rechnungsstufen es innerhalb der Kostenleistungsrechnung gibt und welche Fragestellungen mit welcher Stufe beantwortet werden können. Abschließend haben Sie gelernt, wie die Stufen der Kostenleistungsrechnung miteinander interagieren.